Ja, ich schicke viele Grüße zum Frauenmarsch. Ich kann ja leider nicht nach Berlin kommen, sodass ich eine Videobotschaft senden muss. Ich bin Christina Hähnel, ich bin Ärztin und ich bin verurteilt worden, weil ich Informationen zum Schwangerschaftsabbruch auf meiner Homepage zur Verfügung gestellt habe und mich damit für das Recht von Frauen auf freie Informationen und auf körperliche Selbstbestimmung eingesetzt habe. Wir haben in Deutschland leider noch sehr rückschrittliche Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch. In vielen Teilen Europas ist es sehr viel liberaler. Es gibt aber auch noch Länder, in denen Frauen es sehr schwer haben, einen legalen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Ich denke da insbesondere an Polen, wo viele polnische Frauen ja nach Deutschland sogar kommen müssen zum Schwangerschaftsabbruch. Und es ist umso mehr ein Zeichen, dass wir in Europa zusammenhalten müssen, wir Frauen, und uns gemeinsam für unsere Rechte einsetzen müssen. Und ich freue mich sehr, dass Frauen wieder auf die Straße gehen für ihre Rechte. Und ich freue mich auch, wenn Frauen wählen gehen und die Menschen, die für unsere Sache einstehen und für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte sich einsetzen, wenn die in die europäischen Parlamente gewählt werden. Wir haben momentan das Problem, dass in ganz Europa rechte Kräfte sehr stark geworden sind und zu denen gehört leider eben auch immer ein ganz rückschrittliches Frauenbild. Da werden Frauenrechte beschränkt im Thema sexuelle Selbstbestimmung, im Thema reproduktive Rechte. Und wir müssen zusammenhalten in ganz Europa und uns gegen diese Kräfte wehren. Und dafür ist der Women's March genau die richtige Stelle, dass wir diese Haltung zum Ausdruck bringen können. Und ich freue mich sehr, dass so viele Menschen in ganz Europa auf die Straße gehen, um für ihre Rechte einzustehen. Frauen wissen ja ganz genau, wann sie Leben schenken können und wann sie eine ungewollte Schwangerschaft nicht austragen können. Frauen sind diejenigen, die die Erziehungsarbeit leisten. Frauen leisten die Care-Arbeit. Sie pflegen die Angehörigen und sie können sehr gut darüber bestimmen, wann sie Leben schenken und wann sie eben eine Schwangerschaft nicht austragen können. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir Frauen endlich diese Rechte zugestehen und aufhören, sie zu entmündigen. Und darum wählen wir Frauen und Menschen, die Frauen dieses Recht zugestehen. Und wir brauchen Menschen, die das Rückgrat haben, auch Frauenrechte durchzusetzen in der Politik. Viel Erfolg!